Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Real Mist in der Masterpiece Edition. Für den PC im letzten Part haben wir das hier, genau das hier, das Stoneship Age oder das Zeitalter der Steinschiffe, keine Ahnung, die deutschen Namen sind ein bisschen weird, erledigt. Und mindestens von denen, die uns hier so gerade zur Verfügung stehen, haben wir noch zwei übrig. Wir können einmal diesen Laser Tower adjustieren zu diesen Zahnrädern oder zu dem Schiff oben. Und mir ist heute nach dem Schiff. Keine Ahnung, was für ein Rätsel da diesmal auf uns wartet. Aber wir müssen uns wahrscheinlich die Lösung dafür erstmal wieder hier besorgen. Und sorry, falls das Bild kurz steht. Ich muss meinen Sound wieder leiser machen. Ich vergaß, dass mir das auf meiner normalen Volume-Einstellung die Ohren wegbläst. Okay. So. Tür zu. Ja, ist ein bisschen gefährlich, ohne da hochzufahren. Okay, ich habe meine Notizen. Das wird das hier wahrscheinlich sein. Selenic Age. Oder Selenitic Age. Okay, vielleicht schauen wir auch gleich nochmal ins Buch, aber wir gucken uns erstmal kurz an. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. 59 Volt. Oh, sorry, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Warum klang das gerade, als würde da Tomb Raider Musik hören? Oh, heute, aus meiner Perspektive, heute wurde Tomb Raider 1 bis 3 Remastered angekündigt für den Februar 24. Da könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr meine Videos kennt, vorstellen. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Ein Video dazu kann ich dann aber erst im Juni machen, leider, weil ich im Februar bis Mai keine Videos produzieren kann. Okay, 59 Volt. 59 Volt. Wo könnte... Ah, das könnte bei dem Dings da unten passen. Bei diesem, da, bei dem Häuschen da, wo ich gerade mit der Maus drüber hovere. Da könnte das passen. Schauen wir doch mal. Also wahrscheinlich ist dann das Portal dahin oben in diesem Fliegeschiff. Aber ich vermute mal... Hier war ja diese Spule. Genau, diese Dinger waren hier. Okay, 59 Volt. Aber hier sind zwei Dinger. Ich habe nur eine Zahl. Power to ship. Generator switches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte mal, bringt das? 9. Warte mal, warum bringt das 9? 1, 2, 3, 4, 5. Warum hat das jetzt 9 Volt gebracht? Wie viel bringt dann die 1? Mehr. Ach du Scheiße. Oh, ich habe 59 Volt. Okay, ist das jetzt okay so oder muss ich das irgendwie, müssen alle Knöpfe gedrückt sein? Warte mal, ich habe ja jetzt 59 Volt. Reicht das schon? Was ist das eigentlich hier? Ist das noch irgendwas? Hier kann ich hoch. Keine Ahnung. Da hinten war noch so eins. Spielt das eine Rolle? Hat das jetzt funktioniert? Oder hat das jetzt nicht funktioniert? Hallo? Okay. Ich habe das Gefühl, es hat nicht funktioniert. Aber ich gehe mal gucken, ob ich in das Schiff rein kann. Ich habe so diese blöde, böse... Oh, doch, ich kann rein. Ein Ofen. Ein Keyboard. Da habe ich was in den Notizen. Da war was in dem Buch. Soll ich euch das nochmal schnell zeigen oder habt ihr das noch in Erinnerung? Da war so ein Buch und da waren ein paar Tasten abgebildet und die hatten so Zahlen drauf. Okay. Ich spiele diese Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Büb. Dann 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dip.
Jetzt die hier, dip. Jetzt die hier, dip. Und jetzt die. Yeah! Ist nichts passiert. Nochmal. Viel länger drücken, Moment. Okay. Was ist denn das? War da was in den Notizen? Dazu sehe ich nichts in den Notizen. 3M is not enough support for the beam. Okay. Collect heat. Could possibly work with 14 instead of 8. Was? Was bedeutet das? Ah! Als ob, ich muss Töne hören. Okay. Okay, okay, alles klar, das kriege ich hin. Töne hören bin ich ganz gut eigentlich. Ich weiß zwar nicht, wie die heißen, so was ein C und E und Dur und keine Ahnung, das, da kenne ich mich alles nicht mit aus. Also Musiktheorie, aber okay. Das müsste da sein. Ja, das ist. Okay, Ton Nummer 2 ist der hier. Ich kann den Ton leider nicht nachmachen. Das ist er. Ja, das ist er. Ja, das ist definitiv derselbe. Okay. Das ist er. Ja, das ist der Ton. Ich gucke nochmal nach. Ja, definitiv. Okay, jetzt haben wir noch den hier. Das ist. Ja. Okay. Ja, definitiv. Und dann haben wir noch den hier. Bam, ich habe keine Ahnung, welche, wie die Töne heißen, aber das war auf jeden Fall Töne hören kann ich gut. Das ist, da bin ich deswegen easy. Okay, jetzt muss ich meinen Kopfhörer ein bisschen wieder rausziehen. Ich habe mir den gerade halb ins Trommelfell geschoben. Okay. Hello there, Selenitic Age. Ui. Oh, wir können sogar noch Kram spielen. Ne, können wir nicht. Oh. Hello there. Oh, that looks kinda sad, ja? Hallo? Oh, das ist ganz schön hell. Also es blendet so. Es ist gleichzeitig dunkel und hell. Das erinnert mich, als ich in Los Angeles war. Da gab es einen Tag, da bin ich am Redondo Beach rumgelaufen. Und da war sehr warm, sehr schwül, sehr hell auch. Aber es war so extrem diesig, sodass man auch so keine 10 Meter weit gucken konnte. Und dann war so eine fette Nebelwand. Aber es war trotzdem warm und die Sonne schien. Aber die Sonne schien halt da durch. Und deswegen war so alles hell und gleichzeitig richtig dunkel. Das war voll ein spannendes Phänomen. Okay, hier ist zu. Ding dong.
Okay, ich muss gleich wieder irgendwelche Töne hören. Also, das ist in Ordnung. Solange der Weg nicht so weit ist. Oh, Jesus, where the fuck away now? Okay, wir haben. Oh Gott, das ist hier. Hier ist jetzt wieder. Es ist wieder ein bisschen mehr. Wir haben hier ein. Bitte lauf geradeaus. Und jetzt so. Danke. Hier ist schon die rote Seite. Oh mein Gott. Muss ich mir diese Soundfolgen merken? Damit hier irgendwas passiert. Also das ist ja... Den Sound kann ich mir doch niemals merken. Also diese Soundfolge bis dahin. Weil das sind ja literally halt Sounds und nicht einfach irgendwelche Höhen. Warte mal. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Nee, also das... Das reicht ja nicht, ne? Okay, aber den Sound haben wir jetzt irgendwo schon mal gehört. Dann hatten wir diesen Schreibmaschinen-Sound. Den hier. Ja, dann den. Aber okay, jetzt müssen wir mal gucken, waren da irgendwas dabei, damit ich darauf auch die Nummern schließen kann, weil hier waren sowieso. Guck mal, hier sind nämlich so wie vier Punkte und eine Uhr. Eine Uhr. Ach so, das Geräusch ist einfach eine Uhr. Mistuhr, die so ein bisschen auf Mitternacht feststeht. Okay, aber ich kann daraus jetzt nicht unbedingt eine Nummer schließen. Ich hätte jetzt halt instinktiv vier gedacht, weil da diese vier Dinger sind, aber wenn ich das dann hiermit vergleiche, so hier, das ist halt schwierig. Aber was ist denn dieses Hängeding da? Das sagt mir leider, das sagt mir nichts, weil so ein Hängeding war auch da drüben. Okay, wie sah das im Original aus? Interesting. Aber irgendwie sagt es mir halt nichts aus über welches das ist, ne? Weil ja, wir haben... Oh, die Kamera ist gerade eine Katastrophe. Weil ja, wir haben die Sounds, aber, ne? Als wie viel da was? Was haben wir hier? Hier ist noch ein Sound. Der Wassersound. Nee. Der... tief hier. Hallo! Anybody here? Gut, dass ich weiß, dass wir nicht in einem Horrorspiel sind. Nein, geh wieder runter. Oh. Oh. Nee. Okay. Du Kacke. Muss ich jetzt diese Dinger hier in den Fokus bringen? Weil dann wäre die Uhr hier. Aber bei wie vielen Punkten genau? Hier. Okay, das muss ich mir vielleicht mal aufschreiben. Oh, es ist bei mir ganz sehr dunkel geworden. Plötzlich kann ich gar nicht mitbekommen. Okay, also. Ich mach die Uhr rückseitig. Also, anscheinend ist das dritte dann die Uhr. So, ich schreibe mal bei dem dritten Uhr und das ist dann bei 052.1. Okay. Der Kristall, das ist falsch. Das ist wesentlich weiter links. Hier ist wieder die Uhr und hier ist der Kristall. Noch ein Stück nach links. Weiter, weiter, weiter. Hier. Das ist dann also die 4 Kristall und bei 0158. So, dann hat man noch diesen Gulli-Sound hier.
Der war jetzt irgendwo hier oben, so bei 360 oder so. Oh ne, war da vorne. Okay, dann irgendwo bei 270 oder sowas um die Drehe. Da. Okay. Keine Ahnung, ich bezeichne das mal als Hall. Ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Das ist bei 202.6. Okay. Dann haben wir noch... Na, die anderen gehe ich mir jetzt lieber nochmal anschauen, weil ja, ich könnte bei den letzten jetzt sicherlich raten und würde vielleicht auch auf das Richtige kommen. Aber ich würde mir das auch einfach gerne nochmal first hand anschauen. Hui. So, da gehen wir erstmal schön die gesamte Runde nochmal hier herum. Okay, das links neben der Uhr quasi ist dieses... Okay, klingt für mich so ein bisschen wie... Es klingt für mich ein bisschen wie Feuer. Aber was bringt mir das, die auszuleuchten? Muss ich das vielleicht einfach einmal gemacht haben? So ist das so. Der Rätselslösung. Und wo ist das letzte? Hier hinten weiter? Muss ja. Ach, es ist sehr hübsch hier. Müsste es sehr, sehr hübsch. Ja, und das ist dann das Wasser. Und hier ist die blaue Seite. Okay. Kann ich da drauf drücken? Nee, nein. Wie sah dieser Wald im Original? Sehr schön. Ich finde es hübsch. Und diese neue Funktion gefunden zu haben mit dem Vergleichen, wie es im Original aussah, ist echt richtig cool. Das finde ich toll. Okay, also jetzt sind alle einmal aktiviert. Ich habe schon mal die richtige Reihenfolge. Das wird, denke ich mal, für diese Tür am Anfang besonders relevant sein. Die Frage ist nur, was bedeuten diese Zahlen, die ich da jetzt kalibriert habe, hier auf dieser Mittelinsel? Schauen wir uns auf jeden Fall noch an, beziehungsweise müssen sowieso die letzten beiden... beziehungsweise ersten beiden Zahlen noch kalibrieren. Machen wir mal das Feuer. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist dann, genau, da ist der Eingang. Also müsste das jetzt hier gleich kommen. Und zwar da. Das ist dann bei... Na komm. Bei 115.4. Und dann haben wir nur noch das Wasser. Das ist dann dort hinten. Und zwar bei 133.0. Okay. Aber was hat es jetzt gemacht? Hat mir das jetzt gerade eine Reihenfolge gezeigt? Warte mal, was passiert, wenn ich drauf drücke? Ja, ich glaube, es zeigt mir tatsächlich eine Reihenfolge. Also, oder ist es noch irgendwas falsch? Das kann auch sein. Falls noch irgendwas falsch ist, muss ich das natürlich nochmal korrigieren. Aber... Insofern alles richtig ist, hat es mir jetzt gerade wahrscheinlich die Reihenfolge für den Türencode gezeigt. Was ich nochmal machen werde, ist sicherheitshalber schauen zu gehen, ob der Kristallbutton auch wirklich an war. Weil nicht, dass ich den irgendwie wieder ausgedrückt habe. Der ist aber an. So, hier liegt auch noch die rote Seite. Die... Oh. Ne, es ist aber dann eigentlich alles richtig. So, dann wäre also die Reihenfolge, in der es mir jetzt angezeigt hat, wäre als erstes Kristall, als zweites Wasser, als drittes der Hall. Das. Als viertes das Feuer. Als fünftes die Uhr.
Yes. Nice. Nice. Okay. Dann ist jetzt nur die Frage, war das schon das Rätsel? Und damit der Rückweg oder kommt noch mehr? Hui. Hui. Ein fucking U-Boot. Hello there. Where are we going today? Forward, backtrack, southeast. Ach du Scheiße. Okay, war da noch was in den Notizen? Oh, ich erinnere mich ja, da war so eine Abbildung davon. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, gefährlich, so Pressure Control und so. Ah, gruselig. Okay. Forward. Oh Gott, mir wird bei sowas schlecht, muss ich sagen. Da ist ein Knopf. Das macht so Geräusche. Das macht aber alles dasselbe Geräusch. Oh. Das auch. Da geht's wieder zurück. Ha. Dasselbe Geräusch. Okay. Aber hier mache ich jetzt gerade irgendwas, glaube ich, noch nicht richtig. Okay. Nachdenken. Was könnte das alles hier gerade bedeuten? Aber es gibt ja nicht so viele Wege. Was bedeuten diese Geräusche? Ui. Ich kann das auch beliebig oft neu anklicken, das Geräusch. Das, aber was bedeutet das? I don't understand. Okay, das Rätsel habe ich jetzt wirklich noch nicht. Zurück. Und offenbar ist das der einzige Weg, den ich gehen kann. Ha. Okay, wenn ich jetzt nicht bald irgendwie das Gefühl habe, voranzukommen, würde ich mal einen Cut setzen und mal offscreen ein bisschen weiter probieren. Aber ich habe gerade noch nicht wirklich das Gefühl, weiterzukommen. Also, ich gehe auch gerade meine Notizen nochmal durch, ob hier irgendwas irgendwie Sinn ergibt, aber... Oh, jetzt haben wir ein anderes Geräusch und ich kann weiter geradeaus. Oh Jesus, okay. That's new. Ah.
haben wir gar kein Geräusch mehr. So, da bin ich hergekommen. Sonst gar kein Weg. Sonst gar kein Weg. Ah. Isn't that funny? Okay, liebe Leute, dann würde ich an der Stelle sagen, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Ich muss mal kurz meine Notiz raussuchen, wo ich das raufschreibe. Mist, Patrick. Okay. Bis gleich. Okay. Bin wieder da. Es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Ich muss jetzt mal meinen Timer erst wieder neu starten. Bestimmt eine halbe Stunde oder so, bis ich... na gut, nicht ganz eine halbe Stunde, aber ein gutes Viertelstündchen auf jeden Fall schon. Das Rätsels Lösung ist jetzt gar nicht so schwer. Jetzt muss ich mal ganz kurz hören. Okay. Scheiße, war das jetzt das oder das? Nee, hier geht's nicht weiter, dann das andere. Also, was ich erst mit der Zeit verstanden habe, ist, dass jedes Geräusch, was hier abgespielt wird, für eine Himmelsrichtung steht. Und wenn zwei Geräusche gleichzeitig sind, die eben für sowas wie Nordwesten zum Beispiel, wie jetzt gerade, stehen. So. Problem an der ganzen Sache ist, dass ich mich irgendwann total verrannt habe und gar nicht mehr wusste, was jetzt Sache ist. Und dass es auch eine Weile gebraucht hat, bis ich gemerkt habe, welches Geräusch für welche Himmelsrichtung steht. Das ist jetzt aber Nordosten. Und ich hoffe, dass ich es jetzt gerade überhaupt richtig mache. Dass wir jetzt also einfach immer dem, was wir hören, folgen. Das ist Norden. Ja, dann sollte ich nicht nach Osten fahren. Das ist ja schon eine Hilfe, dass nicht immer alles wirklich geht, aber so. Aber ich mache das jetzt halt auch schon wieder hier seit 5 Minuten und bin... Aber guck mal, den Weg habe ich glaube noch nicht gesehen. Es ist trotzdem noch nicht vorbei. Oh, das hatte ich noch nicht. Ich glaube, das sind Süden und Osten zusammen. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht aus, als würden wir jetzt vielleicht langsam den richtigen Weg auch gefunden haben. Ich glaube, es passiert was. Ich hoffe, ich muss das dann nicht zweimal fahren, um beide Seiten abzugeben oder so. Okay, kann ich jetzt... Ja, ich kann raus. Boah, das war ein ganz schön anstrengendes Rätsel. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich hier einmal gecuttet habe. Weil sonst wäre der Part jetzt wirklich massiv lang. Aber hier ist das Mistbuch. Heißt, ich muss das wirklich zweimal machen. Dann werde ich euch das zweite Mal aber auch ersparen. Also das tue ich euch nicht nochmal an. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, welche Richtung ich jetzt gerade gefahren bin. Ach du Kacke. Okay, geben wir aber erstmal das blaue Dings ab. Hello. Oh, my friend. Bring in the blue pages. I see. Convinced. The Cirrus is guilty. Pray, do not release him. He will destroy me, just as he does. Innocent bystander. I've been wrongly tricked. No imprisonment! Didn't you have observed his unbridled lust for riches? In the four remaining worlds. Some plot, it was almost perfect! Final blow, the father. You tricked him into believing that it was I who was the murderer. I didn't murder father. Bring me the remaining. Just please. A liar. Full in a liar. Must not be free. Or it would be.
pages from the last age of mist. I must be free. You must free me. I cannot bear it here for eternity. Free me. Ich muss sagen, aktuell hat es zwar so ein bisschen diesen Vibe, so wir haben ja einmal das gute Ende liegen und einmal das böse Ende liegen, aber ich habe leider das Problem, dass die mir beide ein bisschen abgefuckt vorkommen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Okay, darf ich bitte da nochmal rein? Wir haben noch die Red Page und die will ich natürlich noch holen. Aber wie gesagt, wenn ich nochmal durch dieses U-Boot-Labyrinth da unten muss, dann würde ich euch das ersparen und da nochmal einen Cut setzen. Aber vielleicht gibt es ja eine Abkürzung. Wahrscheinlich nicht, okay. Aber das Rätsel hier muss ich nicht nochmal lösen, ne? Das ist ja geklärt eigentlich. Ja. Ich muss nur die Seite nochmal holen. Die lag jetzt hier drüben bei dem Kristall. Hello there. Hello. Hello. Dankeschön. Okay, aber der Ausgang nach wie vor scheint ja ausschließlich dort unten zu sein. Deswegen befürchte ich es. Wird keinen anderen Weg geben für mich, außer dort nochmal durchzufahren. Okay. Liebe Leute. Bis gleich. Okay, liebe Leute, Hallöchen, ich habe es mal wieder durchgeschafft, es ging auch ein bisschen schneller jetzt, aber das heißt leider nicht, dass es viel angenehmer war. Nicht mein Labyrinth, nicht mein Rätsel, bisher damit für mich persönlich das schwächste Rätsel im Spiel, aber ich glaube, ich bin einfach nicht so der Labyrinth-Mensch. Besonders nicht, also ja, das mit den Sounds, wie gesagt, wenn ich direkt drauf gekommen wäre, wahrscheinlich nicht so schwer gewesen, aber ich habe mich erstmal 3 Jahre verrannt. Okay, wir geben noch die Red Page ab und dann haben wir das tatsächlich eigentlich ganz gut geschafft bisher, so ein Age, ein Part, das ist, also hätte ich nicht mit gerechnet. Dann wird das Projekt wesentlich kürzer als erwartet, vermute ich mal. Hello Bro, got something for ya. Page I can see more clearly. Soon, free from this horrible prison, this book. You must visit the one remaining age you have not. Confident that my brother Akinar is demented. He is guilty. Advantage of the freedom our father had given us. Akinar began to I ask you again. Do not retrieve the blue pages. He will destroy both myself and you, just as he destroyed. Zu gern wissen, ob die Schauspieler irgendwas heute noch machen. I will owe you my life and you will be greatly rewarded.
Jetzt ist die Sache, uns fehlt von diesen Ages ja nur noch dieses. Oh, fuck. Dieses. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil das würde ja bedeuten, dass uns nur noch eine rote und eine blaue Seite fehlt. Und ich habe Angst, wenn wir jetzt am nächsten Part reingehen und ich erstmal eine von den beiden herbringe, dass ich dann irgendwie schon eines der Endings kriege. Obwohl ich ja weiß, dass es noch ein Ending gibt, was, also noch ein anderes Ending, was ich dann machen möchte. Das habe ich schon mal gelesen. Deswegen werde ich mich jetzt nach diesem Part mal ein kleines bisschen informieren, mich selbst mal ein kleines bisschen spoilern, nur um sicher zu gehen, dass ich euch dann auch wirklich das Beste vom Spiel zeigen kann und nicht einfach random in ein Ende reinreite und dann das Spiel vorbei ist und mein Spielstand weg ist oder so. Deswegen, ja, werde ich mich mal ein kleines bisschen belesen und übermorgen in dem Part wissen wir dann schon mehr. Also bis dann, haut rein.